unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung mit Quantisana TV, Ihrer Informationsplattform. Heutiges Thema sind die Autoimmunerkrankungen, Ursachen und neue Therapieformen. Und wir haben wieder unseren Gast, Professor John Ionescu, bei uns. Herzlich willkommen. Gerne, wieder da. Wir machen wieder Universität heute, so wie die letzten Wochen auch. Wenn das hilft. Und wenn das hilft. Ich erläutere ganz kurz für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, den Begriff Autoimmunerkrankungen. Es ist nichts anderes, als dass der Körper sein eigenes Gewebe angreift. Ist das so richtig formuliert? Weitgehend, ja. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, oder lang, wie so ein Autoimmunerkrankungsprozess abläuft? Ja, Sie haben richtig skizziert. Es gibt um einen paradoxe Angriff des Immunsystems gegen die eigene körperliche Struktur. Und dieser Angriff kann stattfinden, entweder mit spezifischen Antikörper oder mit unspezifischen Antikörper, wir werden klären, was das ist, und mit sensibilisierten Zellen, sogenannten zytotoxischen Zellen. Nun, es ist längst bekannt in der Immunologie, dass dieser Angriff, findet statt auf breiter Ebene. Dass solche Antikörper können, wie gerade erwähnt, eine gewisse Spezifizität haben für verschiedene Organe, also sind Autoimmunerkrankungen mit Organspezifizität, mit Antikörpern mit Organspezifizität, wie zum Beispiel bei der Thyroiditis Hashimoto, Hashimoto-Thyroiditis. Ja, also die Schilddrüse, das ist eine schwere Schilddrüse, Autoimmunerkrankung und langfristige, chronische Erkrankung, wo Antischilddrüse-Antikörper, ja, zwei Kategorien, die Gewebe, die Schilddrüsegewebe angreifen und ruinieren die Schilddrüsefunktion, mit verheerenden Nebenwirkungen für das ganze System. Das heißt, Sie beschließen, die Antikörper beschließen, Sie müssen jetzt die Schilddrüse angreifen, weil die schädlich für unseren Körper ist? Nein, nicht, dass sie schädlich ist, sondern dass die Schilddrüse von Patient Müller ihre ursprüngliche Struktur verändert hat. Mhm. Weil, wir müssen von Anfang an klären, so ein, normalerweise, unser Immunsystem ist nicht gewohnt, die eigene körperliche Strukturen anzugreifen, aufgrund der sogenannten Anerkennungsmoleküle, die auf die Oberfläche aller unserer Zellen festzustellen sind. Okay, die sogenannte HLA, Human Lymphocytic Antigen System, die uns schützt von einem Angriff von unseren eigenen Abwehrsoldaten, seien die Antikörper oder aktivierte Zellen oder Immunzellen. Im Rahmen eines Autoimmunprozesses passiert aber etwas, was alles in den Kopf stellt. Und das ist, die ursprüngliche oder sagen wir so primäre Veränderung der eigenen körperlichen Strukturen, Organstrukturen. Und das passiert wiederum durch verschiedene Mechanismen. Zum Beispiel, einer der bekanntesten Mechanismen sieht vor die Andockung von Umweltschadstoffen an die Oberfläche bzw. an die HLA-Antigene Oberfläche der Zellen, was zu einer Veränderung dieser Anerkennungsmoleküle führt. Und dann erkennt der Antikörper der eigenen nicht mehr, dass es ein körpereigener Stoff, eine körpereigene Zelle ist und meint, oh, das ist ein Eindringling. Ein Eindringling. Ja. Er verwechselt nun diese Zelle mit einer Non-Self, nicht eigene Zelle. Ja. Eine ja. veränderte Zelle. Durch Umweltverschmutzung schlussendlich. Exakt. Und hier haben wir wunderbare Beispiele durch Organotoxine, die zu solchen Veränderungen führen können. Wir haben schon immer darüber gesprochen, diese fettlösliche Umweltgifte, Schadstoffe oder durch Metalle. Die Metalle spielen bei Autoimmunerkrankungen eine eminent wichtige Rolle. Die Schwermetalle? Die Schwermetalle, ja, ja, ja. Eminent wichtige Rolle.
Wir haben große Pioniere, sogar in Deutschland. Ich würde hier gerne erwähnen die wunderbare Arbeiten von Professor Gleichmann in Uni Düsseldorf, ja, die schon in den 90er Jahren gezeigt hat, wie kann man mit niedrigen Dosen, wiederholte Dosen von toxischen Schwermetallen, wie zum Beispiel Quecksilber, Cadmium, Nickel etc., Autoimmunerkrankungen bei gesunden Tieren zu induzieren. Mhm. Ja, wunderbar. Weil tatsächlich, wir stellen bei solchen Patienten, wenn man sich die Mühe gibt, die angegriffenen Organe mal zu untersuchen, höhere Konzentrationen von Schwermetallen in diese Organen. Mhm. Akkumulationen von Metalle, okay? Ja, ja. Die zu einer Veränderung, dreidimensionale Veränderung, sagt man so, der oberflächlichen Strukturen führt, okay? Mhm. Und die zu nicht mehr Anerkennung durch Angriff, durch unsere Abwehrzellen im Nachhinein als Folge hat. Ja, ja. Ja? Sehr, sehr interessant. Also die Andockung dieser Moleküle, dieser Schadstoffmoleküle an die Oberfläche dieser Zellen direkt oder indirekt durch die Aufnahme, durch die Präsentation dieser Metalle, ursprünglich durch Makrophagen. Makrophagen sind Soldaten, mhm, unseres Immunsystems, die zirkulieren sind oder im Gewebe sitzen. Okay? Die Makrophagen sind in der Lage, die Metalle aus dem Kreislauf abzufangen, zu integrieren in ihren eigenen Körper, mit bestimmten Eiweißstoffen, sogenannte kryptische Proteine, zu konjugieren und in dieser Form wiederum an die Oberfläche zu zeigen, mhm, ja, zu präsentieren, okay, und dann zu signalisieren, ich habe hier den Eindring nach oben gebracht. Nach oben bedeutet? Auf die Oberfläche der Zelle, an die Zelloberfläche. Und das kann natürlich zu einer Sensibilisierung der Lymphozyten, der Abwehr, kreisenden Lymphozyten gegen diese Metall führen, weil die Makrophagen übertragen diese Information an den Lymphozyten. Mhm. Ja? Und diese T-Lymphozyten nachhinein sind in der Lage, wenn dieser Prozess chronisch wird, okay, zu veranlassen, die B-Lymphozyten permanent Autoantikörper zu produzieren. Autoantikörper. Mhm. Ein zweites Phänomen ist die Sensibilisierung der Abwehrzellen selbst. Ja? Mhm. Sensibilisierte Lymphozyten durch Makrophagen können stark aktiviert werden und eine zytotoxische Wirkung entfalten gegen eigene Strukturen, eigene Zellstrukturen. Mhm. Hier kommt noch dazu, dass neben die berühmten TH1 und TH2, sagen wir so, Gleichgewichtssysteme in unserem Immunsystem. Was heißt TH1? T-Helfer 1 Zellen und T-Helfer 2 Zellen. Und bei Autoimmunerkrankungen kommt noch eine zusätzliche Kategorie, wurde relativ kürzlich entdeckt, also ein paar Jahre, vor 10 Jahren, die sogenannten TH17 Zellen, die immer dabei sind. Und diese TH17 Zellen tauchen in der Regel, wenn ein starkes inflammatorisches Milieu im Körper der Patienten vorhanden ist. Das bedeutet? Entzündung. Mhm. Prädisponiert für Autoimmunerkrankungen. Mhm. Entzündung. Und über Entzündung haben wir gesprochen in einer Sendung. Richtig. Wir haben gezeigt, Sendung, dass es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die zu Entzündung führen können. Ja. Infekte, Organotoxine, Schwermetalle, falsche Ernährung, elektromagnetische Wellen etc. produzieren freie Radikale und aktivieren die Entzündungskaskade. Mediatoren wie Tumornekrosis Faktor Alpha, Interleukin 6 und andere bilden ein hervorragendes Milieu für die Prädominanz dieser TH17 Zellen, T-Helfer 17 Zellen, die immer wieder bei Autoimmunerkrankungen im Spiel sind und die ruinieren ihrerseits die zelluläre Immunfunktion, die inhibieren, die hemmen dramatisch die TH1-Funktion, die gesunde zelluläre Immunfunktion. Deshalb bei diesen Patienten stellen wir häufig fest auf eine erhöhte Infektanfälligkeit.
Das heißt, die TH17-Zellen, T-Helferzellen sind es. T-Helferzellen 17, ja. Die hemmen die TH1-Zellen. Exakt. Was ist die Aufgabe der TH1-Zelle? Die TH1 sind die Vertreter der gesunden zellulären Immunität, ja, mit stark aktivierten Zellen wie Makrophagen, Natural Killer Cells und so weiter und zytotoxische Lymphozyten. Die greifen unsere Invaders, von Anfang an Bakterien, Pilze, Viren etc. und sorgen für eine gute Abwehr in unserem Immunsystem ein lebenslang. Sie werden aber K.O. geschlagen, wenn bestimmte Konstellationen stattfinden, wie bei Atopiker, wie wir gesehen haben, wo diese drei Faktoren, die immer da sind, sich treffen und wo die TH1-Schiene stark gehemmt wird zugunsten der TH2-Schiene, die sehr stark vertreten ist bei Allergien, bei bestimmten Autoimmunerkrankungen und bei Krebs. Ja? TH2, was ist die Aufgabe von TH2? Die TH2 ist bei Allergikern zum Beispiel, ist die das sind die Lymphozyten, die Beta-Plasmozyten, die eine unkontrollierte, enorme Produktion von IgE-Faktoren, die sind die Faktoren, die vermitteln die sofortige Reaktionen gegen Inhalationsallergene, Nahrungsmittelallergene und so weiter. Und gleichzeitig bei einer Hemmung der TH1-Funktion. Die zelluläre Immunfunktion ist am Boden, die humorale Immunfunktion mit starker Produktion von IgE-Faktoren zum Beispiel oder Autoantikörpern wie bei Autoimmunerkrankungen geht es hoch. Das heißt, die TH2-Zellen sind eigentlich nicht so brauchbar wie die TH1-Zellen. Also die TH1-Zellen sind die guten sozusagen im Spiel. Moment, bei gesunden Menschen, es gibt ein Gleichgewicht zwischen TH1 und TH2, weil wir brauchen Antikörper gegen Infekte, nicht wahr? Richtig. Oder gegen bestimmte Schadstoffe, die gebunden sind. Okay, aber gegen Infekte in erster Linie oder manchmal auch gegen falsche Nahrungsmittel werden Antikörper der IgG-Klasse gebildet und so weiter. Ja. Aber es muss nicht überschüssig sein. In dem Moment, wenn die Sache überschüssig wird, dann haben wir zu tun mit einer Blockade der zellulären Immunfunktion. Und das ist nicht mehr richtig, weil der Mensch, der Patient kann sich nicht mehr wehren. Das heißt, ich fasse ganz kurz zusammen. Ich versuche das alles kurz zu veranschaulichen. Durch Entzündungen werden TH17-Zellen bevorzugt. Und die hemmen die TH1-Zellen, die oft die guten sind, aber nur im Gleichgewicht natürlich. Daher entsteht ein Übergewicht der TH2. Exakt. Und dadurch können viele Prozesse stattfinden, dass dann die Autoimmunerkrankungen begünstigen, insbesondere die Produktion dieser Autoantikörper. Und hier abzuschließen, diese Autoantikörper sind ihrerseits auch von zwei Kategorien, ich habe kurz erwähnt, organspezifische Autoantikörper, wie zum Beispiel gegen Schilddrüse, wie wir gerade erwähnt haben, oder gegen die Parietalzellen im Magen bei perniziöse Anämie, oder gegen glatte Muskulatur. Aber es gibt auch unspezifische, wie zum Beispiel die antinukleare Antikörper, die gegen die Zellkerne, massiv. Gegen alle Zellkerne. Gegen alle Zellkerne. Jede Zelle in unserem Körper ist damit angegriffen. Antinukleare Antikörper, die auch messbar sind, und nachweisbar sind, und zeigen, dass ein Autoimmunprozess bei Patient Müller in Gang ist. Hinterher, wenn man das schon festgestellt hat, es ist immer ratsam, eine Panel von spezifischen Autoantikörpern in Auftrag zu geben, zu sehen, welche Art von Autoimmunerkrankung kann die Rede sein. Ja. Ein zweites Mechanismus, ganz kurz, ist das sogenannte, gerade bei erhöhter Infektanfälligkeit, was wir immer wieder haben bei diesen Menschen, ist die sogenannte Molecular Mimicry. Das bedeutet, es gibt verschiedene mikrobielle Antigene im Rahmen von chronischen Infekten, im Darm zum Beispiel, in der Lunge oder auf die Haut, die verwechselt werden mit Antigene von Oberfläche bestimmter Zellen. Zum Beispiel Hepatitis B-Virus Antigene werden mit dem Myokard Antigene verwechselt. Myokard hängt mit dem Herz zusammen. Herz, Myokard. Und damit entstehen Herzmuskel-Antikörper, was natürlich sehr, sehr problematisch ist. Weil unser Herz sollte nicht angegriffen werden. Sicher. Oder Coxsackievirus, Anti-Coxsackievirus-Antikörper werden auch verwechselt mit parietale Zellen und so weiter und so fort. Also es ist eine komplexe Molecular Mimicry, wo chronische Infekte mit Viren, sehr häufig Viren in erster Linie, Epstein-Barr, Coxsackievirus, Hepatitis-Virus zum Beispiel, aber auch Infekte wie Borrelia, wie Yersinia und so weiter, Proteus,
führen zu solchen molekularen Mimikry-Phänomenen und zur Entwicklung von Autoimmunreaktionen. Okay, das heißt, welche sind die häufigst vorkommenden Autoimmunerkrankungen und wie kann man sie identifizieren? Okay, zuerst als Anteilung, nach Häufigkeit würde ich sagen, schon die erwähnte Hashimoto-Thyroiditis ist extrem verbreitet. Das mit der Schilddrüse? Mit den Schilddrüse-Autoantikörper, Anti-HTPO, Anti-Thyroglobulin-Antikörper, also spezifische Antikörper. Dann würde ich sagen, die rheumatoide Arthritis, ja, hier gibt es auch. Kurz erklären immer, was das genau ist. Ja, es gibt einen Autoimmunprozess, die Gelenke in unserem Körper, den Knörpelgewebe oder die Synovialmembran angreift. Ja, also ja. Die werden die Gelenke extrem stark geschwollen, wie man kennt. Ja. Und leider diese Menschen bekommen dann jahrelang Kortikoide, Goldsalzen, wie wir auch erwähnt haben. Mhm. Okay, die sollen diesen Immunprozess blockieren, okay, aber haben Nebenwirkungen über das gesamte Immunsystem. Ja, ja. Ja, Kortikoide ebenfalls oder Biologicals, Anti-TNF-Alpha-Faktoren. Die eigentlich nur den Entzündungsprozess, bremsen oder versuchen es zu bremsen, ohne die Ursachen, die das produziert hat, anzutasten. Die Nebenwirkungen sind bekannt. Ja. Okay, also rheumatoide Arthritis, dann kommt die lupische Erkrankung, Lupus erythematodes, wiederum mit zwei Formen, kutaner Lupus mit starke Exprimierung der Autoimmunprozesse in der Haut. Diese Leute, ich habe hier ein paar Bilder von solchen Patienten vor und nach der Behandlung, nach einer integrativen Behandlung in der Klinik, Lupus-Patienten. Lupus heißt Autoimmunerkrankung der Haut. Der Haut. Jawohl. Moment, der kutaner Lupus, weil es gibt auch einen systemischen Lupus, die unter Umständen, oder eine Lupus nephritis zum Beispiel, die ohne Lupus glomerulonephritis, die ohne kutane Exacerbation oder kutane Expression stattfindet. Was wird dann angegriffen? Bei Glomerulonephritis werden Glomerulen in die Nierenparenchym. Mhm. Okay, also diese kleinen Nierenbausteine, die Filtration des Harns, des Blutes mit Harnbildung erlauben. Mhm. Dann also lupische Erkrankung, die ist wiederum kutaner Lupus, wie wir in Bildern gesehen haben, vor und nach, oder systemischer Lupus, die viel schwieriger ist, noch durch ihre Letalität. Die Patienten könnten sterben. Mhm. Und hier muss ich sagen, für eine Lupuskrise, Kortikoide der Schulmedizin sind häufig lebensrettend. Mhm. Lebensrettend, der Patient aus der Krise zu holen. Ja. Langfristig sind aber keine Lösung, weil sie tasten gar nicht die Ursachen, die zu diesem Lupus geführt haben. Es ist kurzzeitig ein Lebensretter, weil er das Symptom wegnimmt und dadurch der Mensch Überlebenschancen absolut, hat. Absolut. Aber sobald man wieder aufhört, ist man wieder in demselben Stadium wie vorher. So also ist es. Kann man es vielleicht kurzfristig machen und währenddessen schon einen Prozess einleiten, dass auch die Ursache bearbeitet wird. Richtig, okay. Dann haben wir die Sklerodermie. Das geht einher mit einer enormen Verhärtung der Haut- und Muskelgewebe. Es bilden sich regelrechte Placken, wie Betonplacken, extrem hart, verbunden auch mit dieser sogenannten Sklerodaktylie. Die Finger kann man nicht mehr bewegen, sie sind wie versteinert, wie aus Marmor. Ja, wir haben so ein Bild über Sklerodermie mitgebracht, wo diese Sklerodaktylie sichtbar ist und auch diese Unfähigkeit mehr, das Mund aufzumachen. Mhm. Okay? Die Muskulatur ist wie versteinert. Und auch solche Fälle, besonders im Fall von progressiven Sklerodermien, können sterben durch die Blockade des Diaphragmas. Muskel, sie können nicht mehr atmen und im Endeffekt. Weil auch dieser Muskel dann verhärtet wird, keine Atmung mehr. Ja. Außerdem auch die ganze Darmmuskulatur kommt in eine totale Blockade und Verhärtung. Die ganze normale darmperistaltische Welle ist nicht mehr da. Ja. Und kommen zu dramatischen Ernährungsstörungen und Absorptionsstörungen bei solchen Patienten und Dysbiose und Infekte ist ganz, ganz schlimm. Und auch Darm-Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Ja? Mhm. Morbus Crohn ist ein Angriff der Darmschleimhäute, oder? Ja, in Dickdarm haben wir diese Prozesse in erster Linie, ja, mit Zerstörung der Darmwände und bei Colitis ulcerosa auch mit starken Ulcerationen, Blutverluste,
und so weiter und so fort, die sind sehr, sehr aggressive Formen, die das Leben der Patienten zur Hölle machen. Mhm. Gut, also das sind die das bekanntesten sind die. Formen, ja. Und in all diese Formen, man kann die Identifizierung einmal klinisch, durch das klinische Bild, aber auch durch diese spezielle Antikörperbilder, ja, die zeigen uns, ob spezifische Antikörper für Krankheit, für eine oder andere Autoimmunerkrankung vorhanden sind. Also die Bestätigung der Diagnose kann auch durch Autoantikörper, aber auch durch Histopathologie. Man kann die sogenannte Fluoreszenztechniken einsetzen, für Autoimmunerkrankungen der Haut, um tatsächlich festzustellen, ob ein Lupus ist oder nicht ein Lupus ist, durch die Deponie oder Lagerung von Antikörpern auf die Basalmembran bei Lupuspatienten in der Haut. Und das man testet dann die Haut? Nein, macht eine kleine Biopsie, man nimmt eine kleine Hautbiopsie und in dieser Hautbiopsie macht man eine immunhistologische Diagnostik mit speziellen Verfärbungen, Fluoreszin markiert, so dass du sehen kann, wohin gehen diese Antikörper, wohin lagern sich diese Antikörper durch die Markierung mit Fluoreszin. Ja? Und damit kann man feststellen, ist eine Autoimmunerkrankung oder was anderes. Richtig, ja. Zum Beispiel. Ja. Welche Rolle spielt jetzt der Entgiftungsprozess bei Ausbruch der Autoimmunerkrankung? Ja, genau wie bei Umwelterkrankungen, die häufig in eine Autoimmunerkrankung auswandern, gibt es hier auch eine wichtige Rolle und es gibt hochinteressante Fachberichte in der Literatur von berühmten Universitätsteams, Kliniken, die zeigen die Assoziation von genetischen Polymorphismen der Detoxphase 2, genau wie wir auch bei bestimmten Umweltpatienten festgestellt haben, und die Entwicklung des Lupus oder die Begleitung des Lupus durch solche Polymorphismen. Die Lupuspatienten sind also nicht mehr in der Lage, zum Beispiel Metalle, die sehr häufig bei der lupischen Erkrankung in Verdacht oder in Verdacht kommen. Es gibt hochinteressante Arbeiten auch aus Deutschland, die neben den Arbeiten von Herrn Gleichmann, Professor Gleichmann in den 90er Jahren, jetzt 2004 Arbeiten von der Gruppe von Professor Drasch oder Herr Dozent Bieger, ja, die zeigen die Zusammenhänge zwischen positive Lymphozytentransformationstests, LTT-Tests gegen Metalle, also Sensibilisierung gegen Metalle und Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen. Hochinteressante Arbeit. Ich habe auch eine Arbeit mitgebracht, dass man sieht, dass auch in Deutschland solche Sachen längst bekannt sind. Nur wird danach nicht entsprechend therapiert. Man bleibt an die klassische Schema X mit der symptomatischen Behandlung mit Corticoide, Biologicals, Metrotrexat etc. Und kümmert sich kaum auf die Provokationsfaktoren. Das bedeutet auch, immer wenn erhöhte Schwermetallbelastungen da sind, ist es eigentlich immer auch das Risiko einer Autoimmunerkrankung. Wenn man jetzt entgiften würde, um zu meiner Frage zurückzukommen, könnte man dieses Risiko enorm senken, weil die Schwermetalle wieder teilweise oder größtenteils ausgeleitet werden können. So ist es. Und da gehören auch solche Verfahren zu unseren Therapien, allerdings niemals in einer Akutphase. Ja. Niemals in einer Akutphase, weil in einer Akutphase kann man nicht eine Mobilisierung von Metalle hervorrufen, würde das Autoimmunprozess noch mehr aktivieren. Wir müssen in Stufen so einen Prozess behandeln und das tun wir. Wir brauchen zuerst eine Beruhigung des Systems ohne Corticoide, selbstverständlich, mit speziellen Antioxidantien, zum Beispiel aus der Reihe der Polyphenole. Ich denke hier an Kurkumin, Quercetin und andere mit einer hervorragenden positiven Wirkung bei Autoimmunerkrankungen. Allerdings, man muss teilweise auch intravenöse Spritzen oder Infusionen verabreichen, geben in solchen Situationen. Und kombiniert, wie auch bei Umweltpatienten, mit Blutreinigungsverfahren, zum Beispiel bei Lupuspatienten oder bei Dermatomyositis und so weiter, sind diese Plasmapherese-Verfahren hervorragend. Warum? Weil diese Lupuspatienten, auch bei Sklerodermie, zeigen eine gigantische Masse an
zirkulierende Immunkomplexe. Mhm. Typisch bei Autoimmunerkrankungen. Sie sind ein Marker der Autoimmunerkrankungen. Ja, die führen auch zu der Erschöpfung des Komplementsystems, ein anderer wichtiger Teil des Immunsystems. Und diese Mengen, Unmengen an Immunkomplexen, die dramatische Nebenwirkungen haben für das Patient, okay, werden gereinigt oder weggespült durch Plasmapherese, okay, oder durch Immunoabsorption. Das sind andere Techniken. Plasmapherese heißt einfach nur, dass das gesamte Blut einmal durchgereinigt wird. Plasma des Blutes, das also, der azelluläre Teil des Blutes, das Plasma, wird ersetzt mit entweder mit Elektrolyten und gesunde humanes Albumin zum Beispiel, okay. Und damit ist eine gigantische Menge an Immunkomplexen weg. Dem Patienten geht es blenden nach 3-4 solchen Interventionen. Okay, das Lupus-Patient, es ist wie neugeboren, aber diese Wirkung hält, sag mal so, 4 bis 6 Wochen, weil das Prozess ist damit nicht. Das ist ja nur die Symptombehandlung. So ist es, aber das ist eine elegante Sache, aus der Krise den Patienten zu holen, statt ihm zu pumpen weiter mit Cortison oder mit Biologicals, Unsummen kosten und so weiter und so fort. Das heißt, Sie arbeiten auch gar nicht mit Cortison? In der Regel nicht. Manchmal kommt der Patient mit einer, sag mal so, ist auf Cortison eingesetzt von Arzt von zu Hause und wir versuchen peu à peu diese Dosierung stark zu reduzieren, parallel mit unseren Entgiftungsverfahren, mit unseren antioxidativen Verfahren, mit unseren Schutzverfahren und Blutreinigungsverfahren. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich schon wieder bei Ihnen. Die halbe Stunde vergeht immer ziemlich schnell, wenn Professor Ionesco hier im Raum ist. Sie ist auch jetzt wieder vorbei. Aber wir haben heute wieder viel gelernt. Es ging wieder um die Autoimmunerkrankung dieses Mal. Es ging darum, was ist das genau? Was macht der Körper dort? Was für häufige Autoimmunerkrankungen gibt es? Und auch natürlich, was sind die Therapieformen dazu? Was kann man machen? Außer, dass man nur die Symptome behandelt, vielleicht auch mal auf die Ursachen schaut. Aber wir haben heute auch gemerkt, dass die Schulmedizin manchmal dann doch benötigt wird, um sehr akute, schlimme Zustände erstmal zu reduzieren, bevor man dann wirklich die Ursache bekämpfen kann. Im Übrigen auch die Plasmapherese wird in der Schulmedizin verwendet für den absolut akuten Zustände bei Lupus zum Beispiel. Ja. Das ist auch als Rettungsmaßnahme auch in der Schulmedizin verwendet, in die Unikliniken. Ja. Also eine Zusammenarbeit ist da auf jeden Fall keine schlechte Idee in diesem Fall. Absolut. Wir kooperieren bereits mit Unikliniken. Ja, wunderbar. Hiermit bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, Professor Ionesco. Aber gerne. Wir sehen uns wieder, ich bin mir sicher. Aber gerne. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie wissen, falls Sie Fragen haben, falls Sie eine Sendung nochmal im Nachhinein anschauen wollen, dürfen Sie immer auf unsere Website gehen, quantisana.tv. Dort finden Sie ab morgen auch diese Sendung wieder drinnen. Und wenn Sie Fragen an Professor Ionesco haben, schicken Sie uns doch bitte einfach eine E-Mail an redaktion@quantisana.tv. Dort können Sie alle Fragen stellen und wir können versuchen, sie vielleicht dann auch mal in Sendungen zu bringen oder wir können sie vielleicht auch mal sogar live per Telefon zuschalten. Hiermit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.